Gerrit Genz, 21:16, heute gegen den VfL Bad Schwartau gewonnen. Wir als Zuschauer, als Beobachter hatten echt eine Menge Spaß. Wie ist es euch gegangen als Spieler? Natürlich haben wir auch Spaß vor so einer Kulisse. Die erste Halbzeit war natürlich erstmal eine Halbzeit zum Vergessen. Muss man ganz klar sagen. Können wir froh sein, dass wir uns da mit 10:10, glaube ich, in die Halbzeit gerettet haben. Ansonsten, klar, die zweite Halbzeit war einfach eine Leistungssteigerung auf allen Positionen, muss man dann sagen. Dann haben wir uns ein bisschen zusammengerissen, am Ende den Ball ein bisschen besser laufen lassen. Und ich glaube, das war halt der Schlüssel zum Erfolg, dass wir da die Abwehr auseinandergezogen haben. Genau. Schwartaus Trainer Torge Greve hat gesagt, der Unterschied war aus seiner Sicht natürlich auch, der TuS hat der zweiten Halbzeit so Mitte der zweiten Halbzeit nochmal so ein, zwei Schippen nachlegen können. Dann bist du auch relativ spät in der zweiten Halbzeit noch dazugekommen. Also das macht es dann auch aus. Ja, denke ich auch. Also das macht halt unsere Mannschaft aus, dass wir dann in so einer Phase, wo es halt auch kritisch wird, beruhigt durchwechseln können und dass die zweite Garde halt auch zeigt oder nahtlos da anknüpfen kann oder vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen kann. Und das brauchst du halt in dieser Liga, um so Spiele zu gewinnen, so unschöne Spiele zu gewinnen. Und ja, das hat uns am Ende dann halt geholfen. Ne? Du hast noch blitzsaubere drei Tore gemacht, relativ spät. Die waren auch nicht ganz unwichtig. Es war ja die zweite Halbzeit war ja auch nicht so früh entschieden. Und jetzt hat Gerrit heute nochmal richtig den Turbo gezündet. Ja, also eigentlich nur die Aufgabe erfüllt vom Trainer. Und ich bin ja da zum Tore werfen und ja, so langsam einfach das Vertrauen des Trainers gewinnen, dass auch in so Phasen ruhig gewechselt werden kann und dass wir dann zusammen da den Sieg noch einfahren. Und ich hatte auch den Eindruck, Gerrit kann auch Abwehr spielen. Plötzlich greift er hinten richtig, richtig, richtig geilig zu. Ja, genau, im Spiel ist es immer was anderes als im Training nochmal. Ja, die ersten Spiele, muss ich auch selber zugestehen, waren ein bisschen unglücklich in Abwehr. Aber deswegen bin ich umso froher, dass ich heute zeigen konnte, dass ich es eigentlich besser kann und wie ich es eigentlich kann und dass es auch mal dann knallen kann. Man hat den Eindruck, da wächst aber was zusammen mit der Mannschaft, ne? Ja, also wie gesagt, ich freue mich jedes Mal zum Training zu kommen. Wir haben echt eine super Mannschaft, auch obwohl wir Altersschwankungen im Team haben. Wir stehen uns alle blendend und ja, die Saison ist noch lang und da können sich die Zuschauer auf jeden Fall darauf freuen, dass da wird auf jeden Fall was zusammenwachsen und wir werden uns ja auf jeden Fall immer 100% geben in jedem Heimspiel.